Oh nee. Was kommt denn da aus dem Rohr heraus? Oh, oh. Und? Hallo zusammen. Ich bin ein dicker Geist. Lustig. Katztastisch. Begrüße ich euch zu einer neuen Folge von Luigi's Mansion 2 HD hier auf Katze. Wir sind in diesem Wissenschaftslabor im rechten Efeuturm. Und ich sehe da schon ein Juwel, an das ich aber irgendwie nicht rankomme, weil Luigi partout nicht klettern möchte. Eine Fähigkeit, die wir alle besitzen. Aber nein, Luigi nicht in diesem Spiel. Oh, wow, 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 wow. Alles einsaugen. Irrlichter, Wirrlichter. Oder Wirrlichter, besser gesagt. Und hier gibt es aber noch mehr. Ach so. Die kriegen dafür nur diese verdorrten Blumen. Aber die geben, soweit ich weiß, immer ein paar extra Münzen. Und die sind ja nicht verkehrt für weitere Upgrades in der Zukunft. Sprich, für neue Fähigkeiten von Luigi. Für Verbesserungen seines Staubsaugers. So, den Spaten, den brauchen wir hier nicht mehr. Oh, der ist im Weg. Vor allem, ich kann mit dem auch gar nichts machen. Was sind das für lustige Blumen? Sind das so Quietscheblumen? Wie so eine Hupe. So eine Fahrradtröte. Miep, miep. Miep, miep. Achtung, Luigi kommt. Miep, miep. Miep, miep. Oh, was ist da? Botaniklabor. Okay. Was genau wird hier in diesem Labor gemacht? Wird hier Dünger hergestellt? Pestizide? Haltet es doch hier natürlich. Wow, jetzt bin ich gefangen. Was ist das denn? Aber keine Geister. Dafür eine Tröte. Oh, okay. Hä? Was war das denn? Okay. Oh, ich muss irgendwas mit dem Teil machen. Ist es ein Ballon? Das... Moment. Ich wollte... Ja, ich glaube, ich habe schon rausgefunden, Professor. Hallo? Luigi, diese Gummifrucht, die du da angesaugt hast. Kannst du die nicht zu einem Heißluftballon umfunktionieren? Halte ZL oder ZR gedrückt, um Luft einzublasen oder auszulassen. Die warme Luft aus dem Schreck weg sollte dich im Nu abheben lassen. Ciao. Heb jetzt ab, heb jetzt ab. Nichts hält dich am Boden. Oh ja, tatsächlich. Mit der Gum-Gum-Frucht. Komm ich nach oben? Gum-Gum-Ballon. Gear 5. Gum-Gum. Haki-Ballon. Okay, aber Moment. Ja, was war das denn? Wie steuere ich den Ballon hier? Ah, ich kann los... Okay. Jetzt habe ich es verstanden. Ich kann loslassen. Und dann schwebe ich, ja, nicht ganz auf der Höhe, aber nur langsam runter. Also bloß keine Dornen berühren, das ist klar. Und wie es scheint, kann ich mich unendlich lange mit dem Ballon fortbewegen. Das ist ja mal ein cooles Fortbewegungsmittel. Das gab es in Teil 3 nicht. Das ist wirklich ein lustiges Gimmick. Und da kann ich auch reinschauen. Das sieht schon so aus. Und da? Gibt's da was? Komme ich auf jeden Fall nicht rüber. So, was haben wir hier? Im Wintergarten. Mozart, bist du das? Sieht verdächtig ähnlich aus. Nein, es ist nicht Mozart. Es ist Rotzart. Weil er rot ist, der Geist, versteht ihr? Keine Angst, das ist nur Rotzart. Nein. Okay, irgendwie sind wir weich gelandet. Keine Ahnung, wie das funktioniert hat. Normalerweise hätte sich Luigi etwas gebrochen. Machen wir uns nichts vor, das ist die Realität. Aber hier hatte ich irgendwie Glück. Na gut. Dann würde ich sagen, lieber Luigi, guck doch mal, ob du jetzt hier irgendwo eine Lösung findest. Wie kommen wir hier durch diesen Efeu-Turm durch? So, hier auf der zweiten Etage gibt es aber nichts mehr. Wir müssen also eigentlich noch weiter nach oben. Ich kann da auch nicht reinspringen. Aber da ist noch ein Juwel. Komme ich so zum Juwel? Ja, tatsächlich. So, das saugen wir ein. Und dann komme ich zum Juwel. Wir haben es. Das war das zweite. Ich habe eins irgendwo übersehen. Bestimmt in dem Gärtchen aus der letzten Folge.
Bestimmt. Aber vielleicht komme ich auch zurück, sobald ich den Wassergenerator gefunden habe. Das ist ja eigentlich unsere Hauptaufgabe. Und da ist ein goldener Ballon. Kann der was Besonderes? Okay, mal einsaugen. Wir schauen mal, was der goldene Ballon bringt. Ja, okay. Wenn ich ihn einsauge, bringt das nichts. Kommt er nochmal? Ja, tatsächlich. Gut. Dann fliegen wir jetzt mit einem... Oh, 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 oh! Bonus-Level! Oder sowas in der Art. Okay, schnell alle Münzen einsaugen. Einsammeln, besser gesagt. Berühren. Ding, ding. Ja, ja, ich beeile mich schon. Ich bin schon dabei. Luigi, wir haben eine vergessen. Oh. Knappe Kiste, knappe Kiste, knappe Kiste. Eine noch, eine noch, eine noch. Ja, wir haben sie. Geschafft. Was kriegen wir? Eine Goldtruhe. Nein, Achtung, das fällt ja alles runter. Oh, ist das fies. Ist das fies. Die Scheine verschwinden, sobald ich wieder unten bin. So, jetzt schnell runter, Luigi. Geht es nicht ein bisschen schneller? Da, Goldbarren. Nehmen wir mit. Und vorsichtig runter. Nicht, dass du dir etwas brichst, aber ich glaube, die Scheine sind schon verschwunden. Och, Menno. Ja, komm, aber das hat die Schatztruhe auch irgendwie komisch rausgeschleudert. So, was ist das für ein umgeworfener Sessel? Auch ein interessanter Raum, muss ich sagen. Mit den ganzen Ballons. Mit diesen Ballonblumen. Na gut, was haben wir denn da? Oh! Setzlingskultur! Die kleinen Pflänzchen werden hier kultiviert. Die werden angezüchtet. Und das von diesen Geistern da drüben. Ich muss aber gestehen, ich denke, ihr seht das genauso wie ich. Die sorgen nicht dafür, dass die Setzlinge keimen und gedeihen. Ich glaube, die sorgen eher dafür, dass alles kaputt geht. Das sind zwei Randalierer. Zwei Rabauken. Na gut. Denen werden wir noch Manieren beibringen, sobald wir bei ihnen sind. Die Pumpstation. Und da oben sind Raben. Ganz in der Nähe muss das Rabennest sein. So, und vor uns der riesige Baum. Ich wette mit euch, dass im riesigen Baum das nächste Finstermondstück sein wird. Nicht in einem der Türme. Das ist meine Vermutung. So. Wo sind wir hier überhaupt? Oh, was bist du denn? Ein Geist. Ein lustiger kleiner Geist. Hab ich dich. Und geschafft. Oh, das ging ja schnell. Kann ich hier... Moment, da kommt doch Schleim raus. Kann ich das füllen? Einmal Schleim zum Mitnehmen, bitte. Ah, nein, nein, nein. So wollte ich das nicht. Och, Mann. So, jetzt. Ist da was reingekommen? Nochmal. Nö, das bleibt leer. Ich kann diesen Bottich... Oh, doch, doch. Jetzt ist Schleim drin. Kann ich damit irgendwas gießen? Nö. Aber ich kann hier was wegsaugen. Okay. Wusch, wusch. Und dann zurück zum Bottich. Und was mache ich damit? Ich hab Schleim. Ich hab Schleim. Kann man das hier verarbeiten? Und das muss man bestimmt da draufstellen, oder? Das ist so, bestimmt so ein Doppelschalter. Komm. Dann stellen wir das mal da drauf. Und dann gehe ich auf den anderen Schalter. Tada! Und was bringt das? Gar nichts. Oh, ich habe das jetzt eingeschaltet. Hä? Und jetzt? Gar nichts. Okay, gleichzeitig? Moment. Aufladen. Oh ja, das hat funktioniert. Oh, wow. Oh, funktioniert der Wassergenerator jetzt wieder? Oder kommt da noch mehr Schleim raus? Doch, das sieht nach Wasser aus. Oh ja. Eine alte Wasserpumpe. Und das Wasserrad. Oder beide Wasserräder drehen sich jetzt. Ich kann jetzt durch die Tür. Hey, wow, Wasser. Juhu. Ja, ganz viel Spaß euch. Und jetzt kann ich da auch über die Brücke. Und vielleicht gibt es jetzt im Gärtchen Wasser. Und hier im Hof kann ich nun zum großen Baum gelangen. Sehr schön. Repariere die Dachpumpe. Und wir kriegen einen Anruf. Oh. Professor, hallo. Echte Facharbeit, mein Bester.
Man könnte meinen, du hättest sowas gelernt. Langsam scheint alles wieder ordentlich zu fließen. Sekündchen bitte. Ich televoxele dich rasch zu mir rüber. Aber warte, warte, ich war noch gar nicht fertig mit dem Erkunden. Was ist das? Ich dachte, ich werde jetzt televoxeliert. Au, au. Da ist irgendwie Schleim drin. Irgendwie ist die Pumpe verstopft. Luigi, sei vorsichtig. Oh oh. Relaxo, bist du's? Eklig. Mann, oh, mir ist so schlecht. Was spuckt er denn da? Igitt, igitt, igitt. Gelben Schleim. So, da hinten habe ich noch einiges eingesammelt. 60 Münzen oder 6 Goldbarren. Und, oh, hast du aber viele Leben. Aber du wirst kleiner, oder? Durch das Einsaugen. Nee, ich glaube, es sieht nur so aus. Immer in Bewegung bleiben. Und ich hab dich. Okay. Ein sehr lustiger Geist. Aber warum kam das aus dem Nichts? So, hallo? Eine kleine Zugabe, wie? Diesem Rollmops von einem Geist hast du es gezeigt. Jetzt geht's aber wirklich zurück. Festhalten! Professor, hätten Sie mich nicht früher televoxeln können? Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Nicht stolpern, Luigi. Aber wir haben die Mission abgeschlossen. Wir waren jetzt aber verhältnismäßig lang auch in der Mission. 32 Minuten. Also fast 33. Und Bronze. Ja, ich war sehr gründlich. Und natürlich demzufolge auch nicht sehr schnell. So. Dann mal zurück mit uns. Ich glaube, ich werde auch niemals eine Goldmedaille bekommen. Ich kenne das Spiel ja nicht. Ich muss mich ja erstmal umsehen. Okay, Achtung, ich komme zurück. Autsch. Wie immer keine weiche Landung. Hallo, Professor. Ganz hervorragend, Luigi. Schnell, schauen wir uns diesen neuen Geist mal näher an. Naja, machen wir uns nichts vor. Viele Informationen erhalten wir ja nicht. Wir wissen nur, wie schwer er ist. 42 Wunzen schwer. Und einen Buhu. Ja, und viele Münzen. 7000 brauchen wir. Wir haben schon 5000. Okay. Und jetzt, Professor? Da soll mich doch der Rabe zwacken. So einen Geist habe ich ja noch nie gesehen. Und deine Klempnerfacharbeit war auch nicht zu verachten. Wenn's mit der Geisterjagd nicht hinhaut, kannst du ja in die Sanitärbranche einsteigen. Jedenfalls läuft das Pumpsystem in den Efeutürmen nun fast wieder perfekt. Und ich habe auch eine ganz tolle Neuigkeit zu unseren Finstermondstücken. Aber wieso legst du nicht erstmal ein Päuschen ein? Du siehst ein wenig, begossen aus. Okay. Vielen Dank auch, lieber Professor. Achtung, weiter geht's mit der nächsten Aufgabe. Nun, da das Wasser wieder durch die Efeutürme strömt, können wir endlich nach dem Finstermondstück suchen. Und wir wissen auch schon genau, wo wir dafür hin müssen. Das Windradtor. Na, Luigi, willst du wissen, wie es um das Finstermondstück bestellt ist? Nun, das Paraskop hat es nicht so recht geschafft, das Stück zu orten. Da fiel es mir ein. Mit den Stücken, die wir bereits haben, können wir den Suchalgorithmus verbessern. Und mit ein wenig Bastelei verriet mir das Paraskop genau, was wir wollten. Der riesige Baum zwischen den Türmen. Irgendwo auf ihm darauf muss das Finstermondstück sein. Tja, damit wissen wir zwar, wo es ist, nur dorthin zu kommen, das wird der wahre Spaß. Hörst du mir zu? Ja, ja, Professor, ich schaue bereits auf die Karte. Sehr gut, sehr lobenswert. Betritt den hohlen Raum, Baum, über den neu errichteten Steg und finde einen Weg nach oben. Alles klar? Wunderbar. Und los geht's. Okay, wir kennen das Spielchen ja. Dann televoxeln wir uns mal rüber. Eieiei, wir müssen also den hohlen Baum betreten. Naja, wir haben ja schon mal für das Wasser gesorgt, das wir brauchen, um im Zentrum geradeaus durchzulaufen. Oh, Luigi, was machst du denn? Du kleiner, kleiner Tollpatsch. Oh Mann, oh Mann. Okay, Außenwall. Und wir haben ja gelernt aus dem ersten Kapitel, wie ich immer so schön sage, aus der Gruselvilla, dass ich theoretisch jeden Bereich neu erkunden muss.
da es immer wieder etwas Neues zu sehen gibt. Neue Rätsel. Obwohl wir eigentlich denken können, hey, hier waren wir schon. Hier haben wir schon alles gesehen. Haben wir per se auch. Aber es gibt eben neue Aufgaben. Wie zum Beispiel, dass ich hier viele, viele Scheine bekomme. Wichtig für Verbesserungen von Luigis Staubsauger. Okay. Oh, direkt zu Beginn 100 Münzen bekommen. In Form von Scheinen. Oh, da kann ich ja durchschauen. Das habe ich in der ersten Aufgabe gar nicht gemacht. Wahrscheinlich hätte ich da den roten Geist gesehen, der den Generator begutachtet hat oder kaputt gemacht hat. Irgendwas wird schon gewesen sein. Oh, wow. Eine goldene Fledermaus. Hab ich dich. Sehr schön. Ja, ist nicht viel, aber jedes bisschen zählt. So. Ach so, Moment. Habe ich eigentlich schon alles gesehen? Moment, Moment. Lass mich ganz kurz zurück. Gibt es hier links noch was? Oh ja, hier kann ich noch was gießen. Dann hole ich mir... Moment. Steht es wieder am Anfang? Ist der Bottich respawned? Nee, der müsste da stehen, wo ich ihn liegen gelassen habe. Sprich, hier. Und der ist zum Glück auch noch mit Wasser gefüllt. Das trifft sich gut. Dann nutzen wir dieses Wasser gleich einmal, um das Pflänzchen zu gießen. Schwuppdiwupps. Wunderbar. Und da fliegen auch schon die Scheinchen für unseren Luigi. Klasse. 50 extra. So. Dann gehen wir jetzt hier rein, würde ich sagen. Luigi, ich glaube, den Bottich können wir nicht mitnehmen. Und da vorne dreht sich auch schon das Rad. Wir pusten es gleich an. Und dann geht's mitten rein für uns. So. Aber was mich auch interessiert, bevor wir da zum Baum gehen, was jetzt auch noch mit den anderen Sachen passiert ist. Man denke da nur an das kleine Gärtchen. Da gab es ja eine Kiste. Womöglich ist diese jetzt erreichbar. Durch das Wasser, das jetzt fließt. Ganz praktisch mit dem Wasser, muss ich schon sagen. Und hier und da gibt es eben auch neue Rätsel zu lösen. Und diese Steinplatten, die sind verschwunden, wisst ihr noch? Die Steinplatten, damit diese, ja, Holzaufsteller rauskommen, die wir dann kaputt machen können. Komisch. Und hier kriegen wir eine Stachelkugel, die wir schleudern können. Naja, hier zumindest nicht. Das Teil bleibt verborgen. Dafür aber hier. Der Stein ist noch geblieben. Und zack. Wunderbar. Das nehmen wir mit. Und dann haben wir auch hier, genau, das habe ich ja bereits angeleuchtet. Was ist hier? Fließt da jetzt Wasser raus? Ja. In der letzten Folge noch verstopft gewesen. Jetzt kommt da aber das Wasser heraus. Wunderbar. Und hier noch mehr Scheine für Luigi. Der Luigi, der ist schon echt fleißig. Aber dass da noch dieser Holzaufsteller ist, das wundert mich ein bisschen. Denn ihr seht selbst, die Steinplatte ist verschwunden. Ich kann also den Aufsteller nicht nach oben holen. Na gut. Ich denke jetzt einfach mal, dass es dafür nur Münzen gäbe. Kein Juwel oder ähnliches. Na gut. Dann gehen wir jetzt mal links weiter. Denn ich habe großes Interesse an dem Gärtchen. Das ist meine persönliche Herausforderung. Oder mein persönliches Rätsel. Oh, der Professor ruft an. Was will denn der jetzt? Hey Luigi, bereitet dir das Windrad Tor Kummer? Also, Windräder drehen sich gewöhnlich im Wind. So als kleiner Geheimtipp. Ach so. Ich glaube, Professor Igitt gibt uns den Hinweis, dass wir das Windrad drehen müssen, falls wir nicht verstehen, was wir tun müssen. Ja, Professor, das haben wir bereits in der ersten Aufgabe gemacht. Wir wissen das, aber wir wollen eher das Gärtchen erkunden. Also, wir sind sehr neugierig im Spiel. Wir wollen nicht einfach von A nach B rennen. Nein, nein, nein. Wir wollen wissen, wie wir hier weiterkommen. So, warum fließt das Wasser hier nicht ordentlich? Okay, das ist jetzt gegeben. Hey, Moment. Da! Ist das das Erste? Hey, das habe ich übersehen. Das habe ich komplett übersehen. Jetzt ist mir das links unten im Bildschirm aufgefallen, in der Ecke. Da sieht man mal. Man schaut irgendwie, während man spielt,
meistens auf Luigi, auf seine Umgebung, also links, rechts, aber nicht in jede Ecke des Bildschirms. Und dadurch habe ich das nicht gesehen. Interessant. Oh wow, da hat sich was getan, schaut mal. Aber wie besiege ich dich jetzt? Wow, oh, Luigi! Der wurde aufgefressen und dann ausgespuckt. Hey, aber ich habe gar keine Stachelkugel. Und ich kann die Blume blenden. Also diese Pflanze. Aber das bringt ja nichts. Oh, nee. Das sieht nicht schön aus, wenn Luigi da aufgefressen wird. Naja. Ich muss sagen, gar nicht so einfach. Was ist das denn für ein lustiges Rätsel? Ich weiß gar nicht, was wir tun müssen. So, gibt es hier was Neues für uns? Oder hier? Oh, schaut mal. Luigi macht sich hier nass. Wow. Wowisawi. Da drüben? Sehr komisch. Aber in diesem Setzlingshaus gibt es jetzt ja auch Wasser. Und das bedeutet doch wiederum, dass ich diesen Bottich jetzt füllen kann. Aber womit? Mit Wasser, welches hier nicht da ist, welches nicht existiert. Ich brauche Wasser. Gibt es hier irgendwo Wasser? Ein bisschen Wasser schadet nie. Oh ja, schaut mal. Durch die Rohre kommt jetzt das Wasser heraus. Ja, wir haben Wasser. Wassermarsch. Sehr schön. Na, immerhin ein bisschen was konnten wir rausfinden. So, und jetzt einmal füllen. Und damit kann ich jetzt alle Pflanzen gießen. So, das bringt nichts. Hier kann ich nichts auffüllen oder gießen. Aber hier haben wir noch Pflanzen. Nee, doch nicht. Okay. Die gibt es ja schon. Aber hier dafür. Ja, sehr toll. Hallo, meine schönen kleinen Pflänzchen. Habt ihr ein Juwel für mich? Nee. Habt ihr tatsächlich nicht? Na gut. Dann eben nicht. Und damit müsste ich in diesem Raum alles gesehen haben. Na gut. Oh, nein, stimmt, da war ja der Teppich. Oh weh, oh weh. Na gut. Ich würde sagen, wir schauen mal, wie es hier vor allem im Gärtchen weitergeht. Denn das ist, glaube ich, das Schwierigste, das Komplizierteste Rätsel. Ich meine, zumindest für mich, da ich partout nicht draufkomme, was ich zu tun habe. Aber interessant ist, dass es eine Veränderung im Gärtchen gab. Denn am Anfang gab es ja diese fleischfressende Pflanze nicht. Okay. Und da, ja, da läuft das Wasser aber komisch runter. So komisch, dass es hier unten aber nicht runterfließt, oder? Nö, tatsächlich nicht. Fehlanzeige. Na gut, ich würde sagen, meine Lieben, ganz lieben Dank fürs Zusehen. Tippt doch mal auf dieses Video. Da geht Luigi mit seinem Bruder Mario zum Augenarzt, weil Mario dringend eine Brille braucht. Bleibt katastisch.